Moin moin ihr Nerd-Taster! Willkommen bei 5up! Heute ein paar Fakten mehr anstatt 5 Fakten, die ich normalerweise mache in diesem Format. Aber egal, es geht heute um John Rambo, um Äpfel, Chuck Norris und irgendwelche Rekorde, unglaubliche Fakten und diesmal ist das Licht rot. Und es leuchtet auch rot. Die Rambo-Filme sind längst Kult und katapultierten Hauptdarsteller Sylvester Stallone in Hollywoods A-Liga der Action-Stars. Rambo ist der beste Frontveteran, den ich kenne. Zum Home-Entertainment-Start der brandneu in 4K restaurierten Rambo-Trilogie am 8. November werfen wir einen Blick auf teils skurrile und unglaubliche Fakten. Ein Mann wie ein Apfel. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, was Rambo mit Äpfeln gemeinsam hat. Natürlich, seinen Namen. Ja, echt Leute, tatsächlich wurde Rambo nach der Apfelsorte Rambo oder auch Rambur geschrieben benannt. Die tatsächliche Herkunft der Sorte ist unbekannt, nur eines kann so gut wie sicher ausgeschlossen werden, sie stammt nicht aus Vietnam. Ach so, deswegen ist auch schon Rambo so knackig, wa? Weil er nach einem Apfel benannt ist. Wusstet ihr das auch schon? Ich nicht. John Travolta Rambo oder John Scarface? Bevor Sylvester Stallone in seiner ikonischen Rolle gecastet wurde, waren unter anderem Al Pacino, John Travolta, Chris Christopherson, Terence Hill und sogar Action-Veteran Chuck Norris im Gespräch als John Rambo. Happy Birthday! Zufall oder Schicksal? John Rambo und Sylvester Stallone haben am gleichen Tag Geburtstag, nämlich am 6. Juli. Einziger Unterschied, Rambo ist ein Jahr jünger. The First Blood Cut is the baddest. Die erste Schnittfassung von Rambo First Blood mit rund 3,5 Stunden Laufzeit, ja ohne Scheiß, missfiel Sylvester Stallone so sehr, dass er den Film zurückkaufen und vernichten wollte. Ey, ganz ehrlich Leute, Gott sei Dank hat das nicht gemacht. Glücklicherweise für uns alle hat das nicht funktioniert. Rambo tut weh. Sylvester Stallone brach Lesters Darsteller Alf Humphreys während der Dreharbeiten zur Flucht aus der Polizeistation in Rambo First Blood tatsächlich die Nase, weshalb Humphreys im Rest des Films mit Pflaster zu sehen ist. Aus der Klinik in den Knast. Niemand Geringeres als James Cameron schrieb den ersten Drehbuchentwurf zu Rambo 2, Der Auftrag, in dem Colonel Troutman Rambo zu Beginn in einer psychiatrischen Klinik aufsucht. Die Klinik wurde in der abgeänderten Fassung von Sylvester Stallone durch ein Gefängnis ersetzt. Camerons ursprüngliche Idee fand schließlich in Terminator 2, Tag der Abrechnung, doch noch Verwendung. And the Oscars goes to... Der zweite Teil konnte als einziger der Reihe eine Oscar-Nominierung einheimsen in der Kategorie Bester Toneffekt-Schnitt. Asche zu Asche. Mit rund 63 Millionen Dollar Produktionsbudget war Rambo 3 der bis dato teuerste Film aller Zeiten. Er spülte weltweit rund 190 Millionen Dollar in die Kinokassen und war damit nach Rambo 2 Der Auftrag der erfolgreichste Teil der Reihe. Der mit dem Pferd reitet. John Rambo reitet im dritten Teil auf dem gleichen Pferd, auf dem ein Jahr später auch ein bekannter Hut und Peitsche tragende Archäologe aufsattelte und sich auf seinen letzten Kreuzzug begab. Ja, wer wohl? Wer ist es wohl? Indiana Jones. Rekordfinale. Dem Abschlussfilm der Trilogie war ein Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde von 1990 als gewalttätigster Film zu dieser Zeit sicher. Die knallharten Rekordfakten sprechen für sich. 221 Gewalttaten und über 108 Tötungen. Wow! Bam! Ja, das waren die krassen Fakten gewesen zu John Rambo. Ich hoffe mal, euch hat das Video bis dahin erstmal gefallen und ihr habt nämlich jetzt die Möglichkeit, diese Box hier zu gewinnen auf Nerdtaste. Ja, was müsst ihr dafür tun? Ihr müsst einfach nur ein Formular ausfüllen, was verlinkt ist in der Videobeschreibung. Da stehen auch die Sachen drin, was ihr erfüllen müsst, um überhaupt da mitzumachen. Ja, und das sind die Aufgaben, die ihr machen müsst. Klar, ab 18, weil die Version ist ja ab 18 uncut, remastered. Seit 8. November 2018 ist sie ja erschienen wieder auf Blu-ray, HD, UHD, 4K und schieß mich tot alles. Dankeschön nochmal ans Studio-Kanal für diese Kooperation. Ich habe nochmal die Zuschauer bekommen, war echt ein super gutes Bild und auch der Ton war gut. In der Blu-ray-Fassung. Ich habe gehört, 4K soll sich wohl richtig gut lohnen. Das überhaupt mal wieder zu sehen, war auf jeden Fall sehr interessant. Mein Lieblingsfilm ist der erste Teil. Und das ist nämlich die Frage: Welcher Teil ist denn nämlich euer Lieblingsteil? So, das könnt ihr mal gerne reinschreiben, überhaupt vielleicht auch über die Figur John Red J. Rambo. Könnt ihr mal auch sparen, weil nächste Tage wird es dann auch nochmal ein Video geben zu der ganzen Geschichte von John J. Rambo. Ja. Da ist ja die Büste, könnt ihr nochmal sehen. Ich habe auch so eine kleine Ecke hier aufgebaut. Das würde ich sagen, das reicht auch für dieses Video. Nächste Tage wird es dann nochmal andere Sachen geben. Schneeflöckchen-Review und jemand, die viele von euch haben sich ja die Operation Overlord Analyse gewünscht. Die werde ich auch noch umsetzen. Dann wie gesagt das hier. Und ja, würde ich sagen,
Bis dann und ciao und BAM!